Wann sind Sie zum ersten Mal als JU-Mitglied rübergefahren in die DDR und wie war das? Das war in den 70er Jahren. Damals fuhr ich mit einer JU-Delegation, von der ich mich allerdings separiert hatte, dann auch nach Ost-Berlin und kam dort zur Wachablösung vor der neuen Wache. Da wurde ja im Stechschritt von den damaligen DDR-Truppen wurde die Wachablösung mit einem großen Kranz dargestellt. Und diesen Stechschritt fand ich dermaßen widerlich. Und ich musste damals einfach das Wort Faschistenschritt rufen. Und dann war es wie in einem billigen Film. Ein Mann in einem Trenchcoat mit einem Hut, Hand bei mir auf der Schulter, sagte: Was haben Sie da gerufen? Faschistenschritt, habe ich gesagt. Kommen Sie mit! Und dann, ich habe mir vor Angst nahezu in die Hosen gemacht. Die Angst war so groß, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, wo ich hingebracht worden bin. Ich wusste nur, es waren höchstens 5 Minuten. Und wir sind dann irgendwelche Treppen runtergegangen und dann waren wir in irgendwelchen Verhörräumen. Jahre später habe ich mitbekommen, als ich dann in Berlin war und immer gesucht habe, wo denn der Ort gewesen war, das können nur die Verhörzellen im damaligen Palast der Republik gewesen sein. Ich wurde dort verhört und wurde befragt, warum ich das gerufen habe. Und ich habe gesagt, ich bin Mitglied einer fortschrittlichen westdeutschen Jugendorganisation. Komme in die Hauptstadt des deutschen Sozialismus. Und was sehe ich hier? Den Schritt der Nazi-Wehrmacht. Und das sei doch unmöglich. Und dann schaute ich in die Züge der mich Verhörenden und sah, dass die sich mächtig entspannten, weil offensichtlich hatten sie mit fortschrittlicher westdeutscher Jugendorganisation nun gar keiner Weise die Junge Union gemeint, sondern meinten SDAJ, Jungsozialisten oder irgendetwas anderes aus dem linken Feld. Und dann bekam ich eine Geschichtsvorlesung. Die war dann so fantasievoll, dass sie bis in die alte preußische Arbeiterklasse und in die russische Arbeiterklasse zurückreichte. Bis zur Schlacht bei Tauroggen wurden Belege herbeigeführt. Und dann wurde ich am Schluss gefragt: Haben Sie das kapiert? Sag ich: Jawohl, alles kapiert. Und dann wurde ich als Gehalt entlassen.